Friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe heute mal ein sehr besonderes Video für euch. Ich habe sowas in der Art, glaube ich, noch nie gemacht, aber ich fand es mal super interessant und zwar geht es in dem Video heute darum, dass ich mal so ein paar Marken unter die Lupe nehme, die Scrunch Gym Leggings herstellen, denn diese Scrunch Leggings sind momentan wirklich sehr im Hype und sehr im Trend. Es gibt diverse Marken, die wirklich viele verschiedene Scrunch-Leggings auf den Markt bringen und ich finde das auch sehr cool, weil es ist einfach wirklich, muss ich persönlich sagen, so eine Art Selbstbewusstseins-Boost, wenn man so sieht, dass der Po noch ein bisschen mehr betont wird als in normalen Leggings. Ich muss sagen, für mich persönlich fühlt sich das einfach gut an. Ich trainiere super gerne in Scrunch-Leggings. Ich stelle euch jetzt mal direkt die erste Marke vor, die ich mir bestellt habe. Das ist übrigens alles komplett unbezahlt, keine Kooperation. Ich habe mir alles selber bestellt. Und das wollte ich nur nochmal dazu gesagt haben. Die erste Marke, ich trage es schon direkt, ist Oase. Und Oase ist in den letzten Jahren wirklich absolut durch die Decke gegangen. Ich glaube, diese Marke ist wirklich, ja, die ist explodiert. Und ich muss sagen, ich finde es super. Ich mag Oase tatsächlich sehr gerne, zumindest meistens. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, was ich mir bei Oase an Scrunch Leggings bestellt habe. Es sind unter anderem Shorts und Leggings, beziehungsweise es ist eine Leggings und mehrere Shorts. So, jetzt haben wir das. Und zwar als allererstes habe ich hier diese dunkelblaue Leggings. Ich finde die Farbe wirklich toll. Die passt übrigens auch ziemlich gut hier zu meinem Oase-Shirt. Und ich versuche euch jetzt mal so ein bisschen den Scrunch hier so zu zeigen. Und zwar seht ihr den, das ist quasi ein Invisible Scrunch. Das heißt, wenn man die Hose trägt, sieht man den Scrunch nicht wirklich. Also er ist quasi unsichtbar, deswegen Invisible Scrunch. Ich finde das Konzept von diesem Invisible Scrunch richtig, 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 richtig gut und finde es auch wirklich wahnsinnig schön. Ein einziges Problem gibt es da. Wobei, nein, wir sprechen erstmal über den Preis, denn ich habe hier neben mir die Rechnung liegen. Und zwar, hey, hier steht gar kein Preis bei. Da muss ich nochmal ganz kurz in meinem Handy schauen, damit wir auch so ein bisschen die Preise vergleichen können. Genau, also die Leggings liegt bei 54,90 Euro und die Shorts liegen bei 39,90 Euro. Es gibt eigentlich immer Rabattcodes, womit man wirklich relativ viel noch sparen kann. Aber ich werde euch immer alles vor Code sagen, weil es gibt ja auch so unterschiedliche Aktionen und bei jeder Marke ist es irgendwie anders. Das heißt, ich sage euch immer die Preise vor dem Code. Ich zeige euch das Ganze auch einfach einmal angezogen, damit ihr sehen könnt, wie das am Körper aussieht. Ich muss sagen, ich trage eigentlich in jeder Leggings, in jeder Shorts immer eine Größe M. Genau, ich habe mit Oase schon sehr viel Erfahrung gemacht. Ich bin ein sehr großer Fan dieser Produkte und ich habe schon so eine Leggings hier. Ich habe diese Leggings in Schwarz und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, wie sie an mir aussieht. Ich finde es super, super schön. Allerdings gab es da mal ein Problem. Und zwar habe ich die Leggings ganz normal hochgezogen. Ich habe wirklich nicht doll dran gezogen. Ich habe nicht wirklich irgendwelche komischen Bewegungen gemacht. Ich bin einfach von der Toilette aufgestanden, habe meine Leggings hochgezogen und sie ist mir einfach komplett gerissen am Po. Also der Scrunch ist komplett aufgerissen und da waren dann überall Löcher und ich konnte die Leggings einfach nicht mehr tragen. Ich persönlich muss sagen, ich werde ja hier die Marken alle miteinander so ein bisschen vergleichen und am Ende so ein kleines Fazit machen. Ich persönlich finde einfach, dass bei so einem Scrunch, dass man schon sicher sein sollte, dass die wirklich gut halten. Und gerade wenn man im Gym ist und damit auch Squats macht und was weiß ich nicht für Übungen, es muss einfach halten. Und ich finde das ein bisschen schade, dass ich bei Oase da jetzt nicht mehr so ein hundertprozentiges Vertrauen habe, dass das wirklich gut hält. Aber ich habe es euch ja eben schon gezeigt, ich finde den Scrunch wirklich toll und ihr werdet den hier auf jeden Fall auch nochmal angezogen sehen. Genauso wie bei den Shorts, es ist im Prinzip genau das gleiche. Hier seht ihr einmal die Shorts, auch in dunkelblau. Die fand ich auch richtig, richtig schön. Ich muss auch sagen, die dunkelblaue Shorts werde ich auf jeden Fall behalten. Und ich habe mir tatsächlich auch noch zwei andere Farben bestellt. Und die zeige ich euch jetzt mal. Also als allererstes habe ich hier mir die Shorts noch einmal in hellblau bestellt. Und ich muss sagen, ich finde die Farbe mega schön. Ich finde, das kann man auch so gut kombinieren zu allen möglichen T-Shirts und generell zu allen möglichen Farben. Deswegen, ich finde hellblau wirklich so eine Farbe, die passt überall zu. Kann man super kombinieren, sieht im Gym einfach mega aus. Ich finde so ein Babyblau, Hellblau ist einfach eine tolle Farbe. Aber, und das werdet ihr jetzt auch hier in meinem Anprobiervideo sehen, man sieht leider die Unterwäsche durch. Und das darf natürlich nicht passieren. Deswegen muss ich sagen, die hellen Oase-Hosen, Leggings und so
finde ich persönlich nicht so gut. Aber ich muss auch dazu sagen, dass es einfach bei vielen Leggings bzw. Shorts so ist, dass man es einfach durchsieht. Es hat an sich nichts mit OAs zu tun, sondern das kann eigentlich bei jeder Marke passieren. Und was ich da immer gegen mache, ist, dass ich einfach so einfach so hautfarbige Invisible Unterwäsche trage. Also das ist eigentlich so mein Go-To, weil dann fühlt man sich selber auch einfach sicherer, weil man weiß nie, wie das Licht so ist und so, ob man vielleicht doch etwas durchsieht. Nur weil man zu Hause vielleicht nicht unbedingt was durchsieht, heißt es nicht, dass man im Gym nicht irgendwas durchsehen könnte. Und wie gesagt, das ist halt einfach das Problem bei diesen Leggings, weil wenn die wirklich durchsichtig sein sollten, dann müsste man die einfach super, ja, super dick machen. Und gerade bei so Shorts, die man im Sommer trägt, will man die natürlich nicht allzu dick machen. So, dann kommt hier nochmal die weitere Farbe von OAs, die ich mir noch bestellt habe. Und zwar ist das hier dieses wunderschöne Pink. Ich muss sagen, ich finde auch die Länge und so von den OAs Shorts und Leggings richtig, richtig toll. Gerade bei den Leggings. Ich bin 1,64 groß und ich finde, die sitzt einfach richtig gut. Die ist nicht zu lang am Bein. Und ich muss sagen, das Bündchen hier oben finde ich auch richtig super. Also an sich, wie gesagt, bin ich wirklich ein großer Fan von den OAs Sachen. Aber bei der pinken Hose sieht man ebenfalls die Unterwäsche durch. Und das ist für mich so ein Grund, warum ich die Sachen jetzt nicht behalten werde. Ich werde nur die dunklen Sachen behalten. Es geht weiter mit der Marke Eibel. Ich habe leider das restliche Videomaterial verloren, weshalb ich euch jetzt einfach die Videos zeige, wo ich die Sachen anhab und ein Voice-Over drüber mache. Die Leggings kosten bei Eibel 46 Euro und die Shorts 36 Euro. Und was ich direkt sagen muss ist, ich finde die Details an den Hosen einfach wunderschön und der Scrunch sitzt auch richtig gut. Man sieht ihn ein bisschen deutlicher als bei den OAs-Hosen, da es eben nicht dieser Invisible Scrunch ist. Aber ich muss sagen, hier stört mich das eigentlich gar nicht. Was ich auch sagen muss, die Länge der Hosen ist wirklich perfekt. Allerdings sieht man auch hier bei den helleren Hosen ein bisschen die Unterwäsche durch, aber ich denke, das ist einfach gang und gäbe bei diesen helleren Leggings. Dann habe ich bei Teveo auch noch bestellt. Da kosten die Shorts 34,99 und die Leggings 49,99. Und was ich da direkt ganz klar sagen muss, ist, die Teveo Leggings sind mir deutlich zu lang. Ich habe da viel zu viel Stoff noch unten und ich bin, wie gesagt, 1,64 Meter und bei Eibel und OAs hat es perfekt gepasst. Und was ich auch sagen muss, bei Teveo gefällt mir der Scrunch nicht. Ich finde, der ist viel zu, also den sieht man viel zu sehr und das gefällt mir leider echt nicht. Ich weiß, dass Teveo total im Hype ist, aber ich bin ehrlich, mir persönlich gefällt es einfach nicht so gut. Ich finde, man sieht den Scrunch zu sehr, das Bündchen ist viel zu hoch, das drückt gar nicht so den Bauch weg, weil das einfach über dem Bauch ist, schon gefühlt unter meinen Achseln. Und deswegen muss ich sagen, Teveo hat mich echt gar nicht überzeugt. Mein Favorit ist ganz klar Eibel. Ich finde, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es einfach perfekt. Die Hose gibt einem auch definitiv Sicherheit. Und ja, ich muss sagen, Eibel würde ich ganz klar auf jeden Fall nochmal kaufen und das wäre jetzt auch so meine Empfehlung in diesem Video. Und das ist jetzt so mein Fazit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch super gerne ein Abo und ein Like da.